allen Menschen in diesem Land da. Diejenigen, die jeden Morgen um 6 oder 7 aufstehen, die sich aufmachen zu ihrem Arbeitsplatz, die letztendlich redlich arbeiten in diesem Land. Wir sind für die Krankenschwestern, für die Polizeibeamten, wir sind für die Industriearbeiter, die Facharbeiter bei VW, genauso da wie für die Menschen im ländlichen Raum, für die bäuerlichen Familien. Die Union ist die Breite dieser Gesellschaft und die Union soll auch die Chance haben, am 26. diese Breite am Ende zum Wohle des Landes und zur Stärke Deutschlands zu führen. Das ist die Entscheidung am 26. September. Wir sind bei den ganz normalen Menschen in unserem Land. Sie können uns vertrauen. Liebe Freunde, es ist in diesem Wahlkampf viel über Nebensächlichkeiten gesprochen worden, wenig über Inhalte. Aber meine Damen und Herren, ich finde es schon nicht nebensächlich, wenn in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik jetzt die europäischen Partner und darüber hinaus auf Deutschland am 26. September schauen. Werden wir noch ein verlässlicher Partner in der internationalen und europäischen Politik sein? Und wenn der Kanzlerkandidat der SPD sich nicht klar abgrenzen kann von Links- und Linksideologen, wenn er nicht klar sagen kann, dass am Ende wir Mitglied der NATO bleiben in einem Sicherheitsbündnis des Westens, dann ist das ein Rückschritt für Deutschland. Das ist nicht anständig. Er soll den Menschen die Wahrheit sagen. Und meine Damen und Herren, diese Wahrheit soll er am 26. September auch präsentiert bekommen von den Wählerinnen und Wählern in unserem Land. Und es ist auch nicht nebensächlich, wenn er in Fragen der inneren Sicherheit und das Team, das hinter ihm steht, in Fragen der inneren Sicherheit keinen klaren Kompass hat, den Verfassungsschutz abschaffen will. Stellen Sie sich mal vor, Innenministerin in Deutschland, Saskia Esken, die womöglich gleich unseren Polizeibeamten in einen schwierigen Einsatz sofort und unmittelbar in den Rücken fällt. Ich will das nicht. Ich möchte einen starken Staat, ich möchte einen Rechtsstaat und ich möchte, dass in unserem Land unseren Polizeibeamten klar der Rücken gestärkt wird und wir ihm nicht in den Rücken fallen, so wie das diese Truppe dort gemacht hat. Und es ist kein Unterschied, es ist auch nicht nebensächlich, wenn am Ende die Schulden der Italiener, die Schulden der Griechen, die Schulden der Portugiesen am Ende durch eine Vergemeinschaftung von Schulden zu ihren Lasten gehen. Sie sind die Steuerzahler in Deutschland. Am Ende möchten SPD und Grüne genau an dieser Stelle ansetzen, um mit Steuererhöhungen am Ende dafür zu sorgen, dass die Schleusentore der Verschuldung geöffnet werden. Auch das ist ein klarer Unterschied, der zur Wahl steht am 26. September. Wir wollen keine Vergemeinschaftung von Schulden in Deutschland innerhalb Europas. Wir sind Freund Europas, wir sind überzeugte Europäer. Aber es kann nicht sein, wenn die Haushaltsdisziplin anderer Länder nicht eingehalten wird, dass das zulasten des deutschen Steuerzahlers am Ende geht. Auch das ist die Entscheidung am 26. September.